Kubilay Özdemir sorgt wieder für Aufsehen. In den vergangenen Jahren macht der Reality-TV-Star immer wieder negative Schlagzeilen. Besonders seine On-Off-Beziehung zu Georgina Fleur spielt dabei eine Rolle. Anfang April gipfeln ihre Auseinandersetzungen dann in einem gewalttätigen Streit, bei dem er der rothaarigen Beauty ein blaues Auge verpasst. Nun scheint der Unternehmer erneut Stress zu haben. Vor wenigen Tagen schießt Kubi im Netz scharf gegen Johannes Haller. Der Streit beginnt offenbar mit einer Bootstour auf Ibiza, die von der Firma des Blondschopfs organisiert wird. Anschließend geraten die beiden aneinander. Und das anscheinend nur wegen einer Sonnenbrille. Wie einige Screenshots andeuten, nimmt der einzige das Sommerhaus der Stars-Kandidat die Brille des 34-Jährigen mit nach Hause. Ein Versehen, wie Kubi später versichert. Er verwechselt die beiden Gläser schlichtweg miteinander. Doch Johannes sieht die ganze Sache anders. Er wirft dem Dunkelhaarigen vor, die Brille absichtlich ausgetauscht und entwendet zu haben. Im Netz postet er sogar ein Überwachungsvideo. In dem Clip ist Kubi dabei zu sehen, wie er mit dem Influencer spricht. Kurz darauf greift er nach dem Accessoire, bevor er sich mithilfe eines Ablenkungsmanövers aus dem Staub macht. Ich bin in meinem eigenen Büro auf einen Trickbetrüger eingefallen, kommentiert der Ex-Bachelorette-Star das Geschehen. Diese Beschuldigung will Kubi jedoch nicht auf sich sitzen lassen und beschimpft den Geschäftsmann wüst. Sogar mit einem Einbruch bei der Familie Haller droht er. Ich weiß nicht, gegen welchen Angriff und falsche Darstellung ich mich noch wehren soll. Soll ich jetzt rüberfahren und ihm in den Arsch treten? Pöbelt er. Johannes und seiner Frau Jessie macht die ganze Situation augenscheinlich sehr zu schaffen. Nach dem Vorfall sorgt sich die 32-Jährige sogar um die Sicherheit ihrer Familie. In einer Fragerunde mit ihren Fans erzählt sie: Ich sag euch, das war nicht lustig. Jemand, der einfach reinkommt, einem viel zu nahe kommt und dann noch so tut, als wäre man Freunde, ist eine Sache. Aber dann auch noch uns als Familie zu bedrohen, ist einfach zu viel. Deshalb will die Mama in Zukunft noch mal mehr auf die Sicherheit ihrer Liebsten achten. Auch Johannes meldet sich noch einmal selbst zu Wort. In seiner Instagram-Story berichtet er: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das aufgewühlt und beschäftigt hat. Ich meine, da kam so eine Person von hinten dann ins Office rein, viel zu nah, hat mich so richtig bedrängt und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Zudem ärgert er sich über sich selbst, weil er in dem Moment ganz falsch reagiert. Auch seine eigene Naivität macht ihm zu schaffen. Bleibt zu hoffen, dass sich Kubi und Johannes bald ausführlich aussprechen, um den Zwist ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.